So, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, jetzt da vorne herzugehen. Habt ihr die Geschichten gehört? Ja, so spät darf man hier nicht mehr rumlaufen, glaube ich. Hier sieht es auch ein bisschen komisch aus. Ziemlich gefährlich. Weil die haben ja auch erst letztens wieder hier Leichen gefunden. Wegen dem Mörder, dem Maskierten. Ja, genau, stimmt, habe ich gelesen in der Zeitung. Ja, vor allem, ne? Komische Bild von der Maske. Der zwingt die Leute, sich auf den Strohballen zu legen und dann. Nichts noch anders geworden. Lass das einfach weiterlaufen. Der zwingt die Leute, sich auf den Strohballen zu legen und dann erschlägt er die mit einer Gürtelschnalle. Brutal. Nein. Boah, nee. Echt? Woher hast du denn das? Hab ich gelesen in der Bild. Am Sonntag. Ja, oh, das muss stimmen. Das muss einfach wahr sein. 100%ig. Gott. Ja. Dann können wir nicht wieder umdrehen, lieber. Ich möchte nicht hier bleiben. Guck mal, hat jemand Bonbons verloren. Bonbons? Ja. Oh. Die leuchten so schlinken ja so schön. Ja. Aber was ist das denn? Da vorne geht's aber steil hoch. Mal gucken, ob wir das schaffen. Ja, aber es sind ja eh nur Gruselgeschichten. Da soll man ja nicht wirklich was drauf geben. Ne? Ja. So. Mal schauen. Ja. Laufen wir mal weiter. Boah, hier ist aber echt schon steil und matschig. Aufpassen. Rutschig. Das ist echt rutschig hier. Seht ihr es da vorne? Wer ist da? Wer ist das? Nein! Oh Gott! Oh Gott! Lass wegrennen! Wegrennen! Der rennt auf uns zu! Ich kann gerade nicht nach hinten gucken, ich muss weg hier! Nein. Oh Gott! Lauf! Ist er noch da? Lauf, ich glaube, der ist weg! Nein, der kommt! Weg! Da! Denn! Es ist der Mörder! Es ist der maskierte Mörder! Er ist stehen geblieben. Nein, er rennt weiter. Ich gehe im Fußstroh. Oh Gott, da ist er. Oh Gott, hier ist hysterisch. Will nicht sterben. Hysterisch. Curry, reiß dich zusammen. Ich wehre mich. Aua. Reißt du dich selber zusammen. Nimm das. Adi, Mörder. Du terrorisierst dir niemanden mehr. Ich werde es beobachten. Da vorne steht nämlich ein Jet. Er hat Curry getötet. 616, bring ihn um. B66. Nein! Es bleibt spannend. Wir müssen den Jet nehmen. Ich geh auch mal hier vor allem ist jetzt der Auto. Oh mein Gott. Steigt aus, er ist tot. Raus mit euch! Das war's. Mann, das war so spannend am Schluss. Ich stell mich mal hier vor die Turbine. Oh, das war der Wahnsinn. Das war auf jeden Fall der Wahnsinn. Und wir sind die besten Schauspieler ever. Ja. Die Folge der hat Abgang war total gut. Und ich steig noch ins Entführerauto. Ah, Fischi, nein! Ah! Okay, dann so, herzlich willkommen hier bei GTA Online. Wir vergessen das nicht mal zu sagen. Autsch! Zu sagen. Sorry, warte, Hello. Warte. Ey! So, jetzt kannst du weiterlegen. Wer war das? Polizei, also ich nicht, du bist einfach so gestorben, ne? Hä? Wollt ihr mitfliegen? Ich bin gerade in den Müll geflogen, Moment. Wo bist du, Adam? Du bist in den Müll geflogen. Das war knapp. Schnell einsteigen, schnell, ich bin gleich tot. Hab ich nicht gesehen. Nein! Geht ohne mich! Es Nein, ist okay. Ist genug Zeit. Hier ist ein Baum. Ja, das maskierte Monster schlägt zurück. Räum hier nur auf, dass die dich nicht abknallen. Jetzt steigt er wieder aus. Oh. Rein da! Wir schaffen es. Oh Gott, viele Autos. Oh, nicht schon wieder. Deck es. Oh Gott, die Polizei. Moment. Jetzt musst du noch rein. Schnell. Okay, du bist drin. Jetzt bin ich drin. Jetzt bin ich drin. Oh Gott. Okay, alles oder nichts. Wir werden es schaffen. Oh Gott. Wer fliegt das Ding? Oh Gott. Wie die ausrasten. Guck mal, ich glaube an euch. Los. Ja, ich komme hier nicht mehr. Warte. Ich kann in den Winkel nicht schießen. Nein. Oh Gott. Warte, alles noch. Oh Gott. Ich hätte uns hier weg. Alles noch cool, alles noch so. Ein Rishi ist weg. Was wird in kürzester Zeit passieren? Ey, das gibt's doch nicht. Was ist denn hier los? Nein, ohne Rishi geht's nicht. Oh Gott, das Flugzeug brennt. Ich müsste einmal ganz kurz aussteigen. Oh nein. Oh nein. Du schaffst es noch, Curry. Blut. Nein, das Flugzeug bewegt sich nicht mehr. Das Flugzeug bewegt sich nicht mehr. Flieht, ihr Gott. Der Goblin muss auch tot laufen auf jeden Fall. Oh Gott, der Goblin richtig. Das war ja eine sehr erfolgreiche Aktion. Eine sehr, sehr erfolgreiche Aktion war das. Wir uns weggesperrt. Och Mensch. Kann man doch bestimmt einfach so drüber, oder? Ach, wir können ja entkommen. Nee, kann man nicht. Ah, da kann man raus. So, heute spielen wir doch wieder was, ne? Moment. Ja. So. Was spielen wir denn heute Schönes?
Der Curry hat sich schon mal gut vorbereitet. Ja. Wir spielen. Wie heißt das? Ja, das liegt daran, dass er noch keine Antwort bekommen hat. Jeopardy. Achso, nein, warte, wir machen so. Wir machen so. Curry, hör zu. Heute spielen wir Jeopardy. Das war die Antwort. Und jetzt? Was spielen wir heute? Ja, genau. Ja, ich muss erst noch ein bisschen reinkommen. Ja, und das ist auch ewig lange her. Schönen Text, der so toll formuliert war, habe ich gelesen. Ja. Ich habe die Regeln am Anfang nicht verstanden, aber jetzt weiß ich, worum es geht. So. Ja, du bist vielleicht auch noch zu jung, da weiß ich gar nicht, ob das noch lief irgendwie in den 90ern. Nee, ich hab da noch nie was von gehört. Von dem Ach so. Spiel. Ja, dann ist auch ein bisschen. Ich habe es früher zum Beispiel überhaupt gar nicht verstanden, als sie noch im Fernsehen lief und ich noch ganz klein war. Okay. Habe ich nie verstanden, was sie mit den was ist, bla bla bla. Hey, was ist das denn hier? Ja, Rishi, komm mal mit. Also, das spielen wir heute. Und okay, haben wir denn... Ja, wir haben, also ich gucke ab und zu auf Facebook, ich bin jetzt gerade mal auf Twitter und kann einmal schauen. Und ich sollte das Ding hier nicht fahren, wenn ich lese. Kann mir jemand... Ja, die Alchemisten machen das, okay, das ist super. Ja, logisch. Ist auf jeden Fall der perfekte... Curry, was soll das denn, echt? Was denn? Einfach vor die Nase. Haut dir mir das Ding jetzt... So. Also, wir fangen mal an mit was Einfachem. Wir haben eine Antwort und die heißt, weil Katzenbabys süß sind. Hä? Das funktioniert schon mal ganz gut. Also, fährst du jetzt extra, Curry? Warum sind Bananen grün? Was? Ja, war gut, okay. Warte, da kommt noch einer. Weil Curry auf rosa Elefanten reitet. Ja. Warum ist das Curry ist so verwirrend? Pink im Gesicht? Warum? Nicht pink im Gesicht. Wie reitet der denn bitte die Elefanten? Die Gesichter unten. Von Dumbo. Oder hier, weil Pandora auf Einhörnern reitet. Nee. Ach, Einhörnern. Ich dachte Eichhörnchen. Dann hätte ich nämlich jetzt gesagt, warum ist Pandora so klein oder irgendwie sowas. Weil Pandora auf Einhörnern reitet. Warum ist Pandora immer so gut drauf? Ja, okay, könnte man machen. Oh, ich rolle. Dann an die Alchemisten. Das geht, ne? Antwort, unter der Dusche. Unter der Dusche? Ja. Wo essen die Alchemisten ihre Torten? Ja, das ist eine gute. Ja, guck mal, Curry hat den Dreh auf jeden Fall echt raus. Curry hat es gut beantwortet. Autsch. Das stimmt, ne? Wochenlange Recherche. Ja, also, du hast die Wahrheit halt direkt getroffen. Jetzt können wir nichts anderes. Ja, ich hab gewonnen. Spiel ist vorbei. Antwort aufs Klo. Frage: Was schreit die Dame links von mir mir gerade ins Ohr? Ja, stimmt. Die Frage ist: Wer ist da? Wer ist da aufs Klo? Nee, du hast gefragt, wer ist da? Und dann hat sie gesagt: Aufs Klo. Ah, so. Nee, ich hab gefragt: Aufs Klo? Und dann hat sie gesagt, aufs Klo! Oh. Okay. Weil die Alchemisten also Partys machen. Weil die Alchemisten Partys machen? Mhm. Warum sind immer zwei hier betrunken? Ich sollte auch die nächste dazu vorlesen. Ich hab Nase. Das war gerade übrigens von der Jenny. Und davor hatten wir was von der Monique. Und davor hatten wir was... Moment. Von der Franzi. Davor hatten wir was von der... Amy Cat. Und davor dann von dem Oliver. So, haben wir das auch noch gemacht. So, was... Wir haben gar keinen Plan jetzt hier, ne? Wir können ja gleich mal andere Spieler irgendwie... Nee, wir können nicht spielen. Wir wollten immer noch mit dem Flugzeug auf dem Zug landen. Ja, weil 616 Airlines ja mal wieder am Start ist, exklusiverweise. Ja, ja. Ich streike nicht mehr. Wir haben uns geeinigt, kurzzeitig. Ja. Kurzeitig auf den Vertrag geeinigt. Ich bekomme jetzt einen Eistee und einen Döner mehr. Das passt. Boah, wir machen den kleinen Stunt. Oh! Ja, ich komme auch. Hui! Super gelandet. Voll gegen den Baum geflogen. Sneddy schreibt als Antwort ein Meerschweinchen. Er kommt hier mit dem Panzer an. Was ist denn jetzt? Ja, mein Jet fehlt mir. Ach, den habe ich im Sortiment. Das ist eine Rakete! Hey, Curry, guck mal da vorne! Raketen, siehst du? Im Panzer? Ein Panzer? Warte, Moment, ich muss... Geh raus hier, raus von Pandora. Also da, ne? Raketen. So, Moment.
Mist, ich komme hier nicht hoch. Ich wollte den Panzer sehen und dann ein Panzer. Ich komme. Das war mein WhatsApp. Das war. Boah! Was war das denn? Oha. Komm her, du. Ah! Ups. Ups. Also, Snelly sagt als Antwort ein Meerschweinchen und ich würde als Frage, was hat Curry gerade auf seinem Schoß sitzen, sagen. Alter. Was hat Curry gestern Abend gegessen? Boah, was? Das ist und das. Ey, das war böse. Nee. Können wir ja auf du der weißt Rakete doch, dass wir deine Meerschweinchen mögen. Ja, was genau, auf dem Teller, schon ne? Wieder? Wo sind die denn hier? Doch, wir wollen jetzt fliegen. Ja. Aber ich muss erst was erledigen. Wo ist der Flugkapitän? Ups, ich hole den letzten Moment, da bin ich mein Panzer. Ein Panzer? Och, der kommt schon weg. Nein! Komm, Rishi, tu es! Rein da! So nicht, Curry, wir wollten gar keinen Stress. Das sind Meerschweinchen. Kommt her. Wir wollten eigentlich nur den Cash von deinem Kopfgeld abstauben. Ja. Marina sagt, weil Curry zu viel Kartoffelsalat isst. Warum sind immer überall die Kartoffeln leer? Kartoffelsalat MP. Oder warum führt McDonald's keine Pommes frites mehr? Ja, ich wusste gar nicht, dass McDonald's Kartoffelsalat anbietet. Antwort von It's Destiny wegen dem Bild mit der Badewanne in der Telefonzelle. Frage, warum weint Pandora gerade? Alter. Oh! Rishi ist nicht mehr am Leben. Deswegen schnappe ich mir mal den Panzer. Ein Panzer. Was ist denn hier los? So. Ein Auto. Ein Auto. Ein Auto. Oh Gott. Und. Hey, nein, cool. Also der Curry ist keine Meerschweinchen. Wir nehmen es zurück. Nein, sowas. Zumindest nicht immer. Zumindest nicht immer. Nur in einer absoluten Notsituation. Nee, Quatsch. Könnte ich so nicht. Weihnachten. Könnte ich nicht. Geburtstag. Niemals. Silvester. 1. Mai. So, wer schießt hier Sonntag. Feiertag, Samstag, Sonntag, Freitag. Bundesliga, Champions League. Ja, Bundesliga. Bundesliga sowieso. Also wären so 90 Minuten, da kann auch durchaus schon mal so 2-3 Meerschweinchen. Also. Mit Currysoße. Wir hatten einen Panzer. Pandora, das ist ganz gefährlich. Will jemand mitfliegen? Ganz gefährlich. Ja, wo kann man denn hier mitfliegen? Hier. Wo kann man. Was war das denn jetzt für eine Lage? Boah, das war super Vorlage. Danke. Das macht dir gar nicht mehr so viel Spaß. Komm her. Da ist jemanden, der rumfliegt. Da oben. Ach, klar, spring in den Heli, spring in den Heli. Super Action. Boah. Boah. Ja, nimm uns mit. Boah. Oh mein Gott, so viel Tempo. Hier ist Krieg. Manch Heli. Rishi säuft Bier dabei. Ganz normal. So, wir sind drin. Was? Hey, was sind wir? Warte, wir kommen auch. Du sitzt doch im Panzer. Ja, wir kommen mit. Oh, pass auf. Ich werde euch retten. So. Jawoll! Rambo, ja! Sauber! Steigen Sie. Lasst meine Leute hier in Ruhe, wie Rishi auch in der Windschatten. Hört auf, Leute! Ich bin tot! Nein! Heli raucht. Toll, 616, hast du toll gemacht. Nicht gut. Mann, in der Tat. Sollen wir schon. Oh nein! Sollen wir schon mal den Jet holen? Ja! Der Heli raucht schon ziemlich. Auf zum Jet! Ich will einen Panzer! Oh, weg da. Ja, meine Damen und Herren, wir sind hier wieder unterwegs mit den 616 Airlines. Heute live. Mit dem Flug live vom Trümmerfeld zurück zum Flugplatz und wieder zurück zum Trümmerfeld. Wing. Bleib stehen! What? Ist nichts. Wie sie sich da unten anstellen, die Bullen. Die versuchen den Heli da zu zerstören. Mist. Auto. Was wird der denn da?
Hey, hi, Curry. Hi. Erhaltet ihr das Chaos an der Stelle, wo wir eben waren? Ja, auf jeden Fall. Sehr gut, sehr gut. Alles live übertragen. Nein. Ich schieße auf den Panzer. Oh, Entschuldigung. Aua. Entschuldigung. Curry, bist gestorben. Oh, tut mir leid. Ich möchte aber jetzt bitte immer... Liegt da ein Bein? Liegt da ein... Was? Nee, im Ernst, was ist das? Nee, ist, glaube ich, ein Trümmerteil vom Auto. Auszeichnung, Himmel hoch. Okay. Ah! Oh, da kam genau ein Auto wieder. Ach ja. Also, das war echt ein klasse Flug. So ruhig. Wie war denn das Essen so? Altschieß. Ja, das Essen war ziemlich gut. Ach, guck mal. Ja, was nicht? Soll ich das Flugzeug nehmen und ihr nehmt den Helikopter und holt Doria und Trishi und Curry ab? Dann treffen wir den mal. Ja, den großen, oder? Ein Panzer. Ja, keine Chance. Oder sollen wir den denn? Ein Panzer. Dann können wir auch noch den mitnehmen. Ich glaub, das war dumm. Hey! Was ist das? Wer war das? Warum? Was denn? Warum bin ich hier aus dem Panzer geflogen? Ich möchte hier bitte die Polizei erschießen. In einem Polizeiwagen. Hier weg. Wir brauchen Unterstützung. Auf aufgetaucht. Ja, wir. Jo. Oh, da vorne, wer ist das denn? Oh. So. Okay, möchte jemand anders jetzt einmal hier so Panzer und so? Ja, da müssen Panzer, wir denn hin? Panzer. Guck mal, wir werden eskortiert von der Polizei. Echt? Pass mal uns auf. Könnt ihr mal auf der Karte gucken, andere Richtung, oder? Meinst du, der fliegt irgendwann in Oh ja, rein? Baby. Panzer! What? Was ist das denn? Wo sind denn die anderen? Da, ich habe den Panzer gemeint. Links. Also nochmal, die Alchemisten sind heute zu dritt, haben wir noch gar nicht gesagt, ne? Ja, stimmt. Jetzt oben, jetzt geradeaus. Ja, genau, hier, der Tommy und der Domi sind hier heute. Ja. Und der Flo. Tommy, Flo. Boah! Bam! Curry, siehst du, hier sind so viele Autos gerade, kannst du das sehen? Ja, soll ich da reinschießen? Ja. Yeah. Bäh! Cool. Bäh! Also. Boah. Was es hier für einen Luftkampf gibt. Diese Bullerei. Die Marina, die immer die tollen Bilder für uns malt, die antwortet gerade, weil 616 der coolste ist. Liebe Grüße zurück, danke. Ja, du musst auch noch eine Frage stellen. Achso, Moment. Wieso kann der 616 so gut Jet fliegen? Genau. Warum hat das Luftfahramt ihm die Lizenz erteilt? Warum gibt es keine Garantie? Nein, der Panzer ist kaputt. Boah, Curry! Warum fliegen wir frontal in den Berg? Oh nein. Was ist das los? Nein, nicht gut. Ja, das ist alles im Griff hier. So, alles noch cool? Ich hab keine Kotztüte mehr. Alle aufgebrochen. Keine Kotztüte mehr? Nee, die sind alle weg. Hallo, Polizei. Der Doggy hat schon drei gebraucht, echt zu alt. Los Santos hat keine mehr, weil wir so viel Scheiße brauchen. It's Destiny antwortet Eistee mal, mit Dönergeschmack. Alle. Ich hab doch gesagt, es ist die andere Richtung. Was ist das Lieblingsessen vom 616? Genau. Eistee mit Döner. Ah nee, trinken meine ich. Lieblingsgetränk, so. Der ultimative ganz Cocktail. Kurz jetzt auf womit wird 616 Milliardär? So, wo haben wir denn hier? Ich besitze eine Flugfirma und einen Eistee-Film. Du bist eigentlich stinkreich. Ein Dönerhaus, was Döner nur macht, damit du sie für deinen Eistee verwenden kannst. Genau. Dann gehst du aber mal hier drauf. So. Nein! Ich möchte bitte aufs Posting. Hui! Mann, das funktioniert ja wunderbar hier. Kommentare. Oh, ich werde schon wieder beschossen. Der David Malek schreibt irgendwo rum. Schreibt Antwort ganz klar: Unterhosen. Was ist voll 90er? Voll 90er. Ach ja. Der Felix Schönholzer antwortet, was für eine Frage, natürlich ohne. Ja. Wie viel Gehirn hat 616? Boah, das ist gemein. Nein. Das ergibt auch irgendwie keinen Sinn. Ja, das ist falsch, ne? Das habe ich gerade auch gemerkt. Aber, wir brauchen jetzt eine richtige Frage. Okay. Achso, ja. Kannst du nochmal die Antwort vorlegen? Ja, was für eine Frage, natürlich ohne. Natürlich. Gehst du...
Okay, dann Felix Schöneholzer. Gehst du denn am Samstag mit BH aus dem Haus? Naja, wir werden auch nicht sein. Der Fabian Krause schreibt, Antwort natürlich der Baum. Natürlich der Baum. Wer leidet mehr, wenn ich mit dem Auto gegen einen Baum in GTA fahre? Pandoria, das Auto oder der Baum? Antwort natürlich der Baum, keine Ahnung. Also ich bin da nicht wirklich gut drin. Ich hatte vorher vor der Aufnahme ein paar Fragen Antworten gelesen und dachte mir, boah, da fallen ja auf jeden Fall total viele Fragen ein. Aber jetzt, wenn man hier so spielt, da ist es dann schon ein bisschen schwieriger. Vor allem, wenn hier die 616 Airlines nicht kommt. Ja, ne? Die lassen auf sich warten. Ich habe Verspätung wieder. Tret auf den Köln. Da bekommen sie schon mehr Geld. Ey, ich kenne den, ich darf den treten. Wo treffen wir uns jetzt eigentlich? Ja, auf der Armageddon-Autobahn hier. Armageddon-Autobahn. Die ist mir zu Armageddon. Nein, du musst es wagen. Die Luna traurig schreibt, Antwort, weil es wie Fliegen ist. Warum trinke ich so viel Eistee? Weil es wie Fliegen ist. Was? Keine Ahnung. Icy Junkie. Hier ist übrigens echt gut, dass wir direkt an den Schienen sind. Warum? Kevin, die Marina sagt, ne? Weil Kevin eine alte Wurst ist. Weiß ich nicht. Frage? Wieso schreibt der Kevin gar nicht zurück? Hä? Weiß ich nicht. Weil Kevin eine alte Wurst ist. Ist aber eben nicht so kreativ. Wollte aber auch mal mitmachen. Das ist ein bisschen verwirrend. Der David Malek antwortet, nein, das würde ich niemals tun, weil ich davor mega Angst habe. Würdest du Outlast spielen? Auch total, total luschige Frage. Möchtest du dich irgendwann von einem Hai fressen? Oh ja, oder so. Oder möchtest du irgendwann mit einem Hai schwimmen? Ohne Käfig. Ja, natürlich. Und dich vorher mit Promenade einschmieren. aus frischem Blut. Der Ingo Kranz, den ich sogar kenne, der antwortet ein miserables Häufchen Geheimnisse. Frage, was hat der Curry so unter seinem Bett liegen? Was? Meerschweinchen. Das ist nämlich die Zuchtfarm. Die Meerschweinchen liegen unterm Bett? Soll ich dir artgerecht? Die Zuchtfarm? Von dem Meerschweinchen. Ja. Unterm Bett. Von dem Meerschweinchen-Dealer. Ja, genau, ich laufe mit so einem Mantel rum. Da baust du die Meerschweinchen an unterm Bett. Ja. Der Aaron schreibt, Nilpferde und ein Auto. Was war das? Willst du dir später mal kaufen? Nilpferde? Nilpferde und ein Auto. Was wünschst du dir vom ganzen Herzen? Was hat der Tommy beim Pokern letztens verloren? Boah. Warte, das ist gut. Das muss jemand von euch anders, es geht's los. Von euch dann fragen. Der Florian fragt, antwortet, weil Dennis mit mir verwandt ist. Die Frage geht an Curry. Was, der Florian? Jetzt habe ich das nicht verstanden. Also Curry, die Antwort ist, weil Dennis mit mir verwandt ist. Mit mir? Hm? Warum ist der Dennis so bekloppt? Okay, warte, sind die Fragen, die Antworten jetzt wieder weg. Ich bin ganz so verwirrt, ich sag mal Fragen, obwohl es ja Antworten. Steig mal in den Chat da, Dom. Was machen die Alchemisten da, die ziehen gerade so. Ja, der Chat! Oh, der ist da! Sehr gut. Komme! Auf jeden Fall nicht schießen, sonst rasten so die Autos hinter mir aus. Was, die nicht Sarah schießen? Antwortet, ein glitzerndes rosa Einhorn. Siehst du, jetzt rasten sie da hinten aus. Okay. Können. Was habe ich in meiner Handtasche? Was? Ein Glitzer. Was züchten wir im Keller? Jetzt kommen sie alle zu euch. Kyo Dain. Kyo Daina oder Kyo Daina? Ich glaube Kyo Daina Hikari antwortet Jason und oder Popiman. Frage, wem vermisst die Pandoria am meisten in Spielen? So.
Oder in den LPs. Guck mal. Was ist denn so dein Lieblingsspiel bisher gewesen? Was ist denn so dein Lieblingsspiel bisher gewesen von allem? Ist das jetzt eine Frage oder eine Frage auf die Antwort? Das ist eine persönliche Frage an dich gerade, von mir. Überhaupt absolutes Lieblingsspiel oder die ich jetzt geplayt habe? Überhaupt. Final Fantasy 7. Ist immer die gleiche Antwort. Final Fantasy 7. Für immer und ewig. Aber, Moment. Ist mir die Kuscheldecke runtergefallen, aber von denen, die ich jetzt geplayt habe, auf jeden Fall Outlast. Ich weiß nicht, das habe ich echt. Müsst ihr auch spielen? Müsst ihr echt auch spielen? Also, haben wir bei dir ja schon mal gesehen. Das ist, ich kann euch echt nur sagen, das ist. Lustig. Ja. Liebe. Nimmt einen mit. Aber wisst ihr was, der Malte Möwe, der antwortet, weil ich davon immer mega Durchfall bekomme. Warum esse ich keine Currywurst? Passend dazu antwortet die Selina Valentino, weil Schokolade lecker ist. Wieso hat der Typ über mir Durchfall bekommen? Weil Schokolade lecker ist. Kann man natürlich zweideutig jetzt verstehen. Ach ja. Wo ist denn der Zug? Der Nick antwortet eine Bohrmaschine. Keine Ahnung. Und ich wechsle nochmal auf. Was haben die Alchemisten hinterm Ohrläppchen? Ich wechsle jetzt nochmal auf Twitter kurz. Na. So. Das sind die Personen, denen ich folge. Die Gronkeline antwortet, weil Bennys Stimme so toll ist. Warum liest Benny uns immer die gute Nachtgeschichten vor? Oh, süß. Ach schön. So, jetzt sind eine ganze Menge neue Fragen jetzt. Was war nochmal das davor? Eine Bohrmaschine. Ja, der Nick hatte. Ja, hinterm Ohrläppchen. Was habt ihr hinterm Ohrläppchen? Uiuiuiui. Die Circle-Circle-Lista antwortet, weil die, Alchemisten Tracks am besten sind. Boah, das ist cool. Danke, Sackgäste. In der Tat. Ja. Danke, Sackgäste. Ja, das ist ja die Frage gewesen. Ihr müsst hier. Tja. Die Frage ging jetzt an 616. Was war nochmal die Frage? Die Antwort war, weil die Alchemisten-Tracks am besten sind. Weil die Alchemisten. Frage könnte man, wieso bin ich so süchtig nach den Tracks der Alchemisten? Wieso werden die Tracks der Alchemisten in fast allen Endscreens von gewissen Leuten verwendet? Ich habe sie mir auch schon in ein paar Videos verwendet. Ja. Ja, danke. Das sieht wie komisch aus. Kann man gar nicht. Wenn die Leute was mit der Musik anfangen können, einfach. Hört man ja auch gerne. Kann man vor allen Dingen auch gut hören. Wir geben uns Mühe. Man braucht keinen Grund zu. Wir geben uns Mühe. Ja. Also ich kann euch nur sagen, wenn ich zum Rewe gehe, ne, um Eier zu holen oder so, höre ich immer die Alchemisten unterwegs. Sind wir immer dabei. Kann ich übrigens auch nur empfehlen, falls ihr das noch nicht kennt, Eiweißbrot ist echt super. Das ist so Eiweißbrot. Lecker. Ja, hat total wenig Kohlenhydrate angeblich und ist auch immer sofort vergriffen. Hält sich aber auch nicht so lange. Das heißt, das muss man, glaube ich, innerhalb von 5 Tagen oder so aufessen. Aber es ist so lecker. So. Und was machst du mit dem ganzen Eigelb? Damit schmiere ich mich ein und schimm damit den Hain. Ach ja. Der Jan antwortet, weil ich Titans an der Fassade von der Maze Bank aufhängen kann. Was? Ich weiß schon, was die Frage ist. Hoppala. Ich habe das jetzt nicht verstanden. Weil ich Titans an der Fassade von der Maze Bank aufhängen kann. Frage ist wahrscheinlich, warum wirkst du nicht in unseren Let's Plays mit? Ich glaube, das ist damit beabsichtigt. Die Frage ist, warum ist 616 trotzdem der bessere Flieger?
die Franzi antwortet unter der Dusche. Wo ist der Benni gerade? Wird ja immer gesagt, auch warum man denn nicht sagt bei uns. Das ist immer sehr witzig. Ja, oder warum Rishi nicht sagt. Der kocht gerade. Und was kocht denn Leckeres? Weiß es nicht genau, weil die Tür zu ist. Der backt bestimmt Eiweißbrot. Ganz ja, einfach. Oh. Der ist gerade sofort das fette Gericht am Kochen und denkt so, hab ich da Eiweißbrot Leute? Gehört? Moment, ja? Wir sind schon jetzt fast eine halbe Stunde. Oh, da müssen wir auch langsam mal aufhören. Oh nein. Wieso gibt's keine Züge? Ja, dann würde ich sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter und beenden dann jetzt hier und sagen alle jetzt mal tschüss. Ja, tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Nein! Oh mein Gott. Nein! Oh yeah. Okay. Mann, Mann, Mann. Erstmal ein Eiweißbrot. Mit Meerschweinchen. Was? Und Currysoße. Und ein Eistee. Ob wir das gemacht haben oder nicht, werden wir in der nächsten Folge erfahren. Bis dann. Tschüss. Tschüss. I believe I can fly.